Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Sorry, dass die letzten Tage so wenig kamen. Ich war irgendwie komplett im Arsch. Ich habe gestern noch irgendwie bis um, was war das, 17 Uhr geschlafen, heute bis um 18 Uhr. Keine Ahnung. Völlig fertig. Mein Wochenende ist auf jeden Fall schon mal für den Arsch. Aber egal. Ich habe morgen noch einen halben Tag, weil ich momentan in der Spätschicht bin und passt das schon. Kann ich morgen noch ein bisschen aufnehmen, um für die Woche vorbereitet zu sein. Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich bin. Oder was ich hier gesucht habe. Eine Spitzhacke, die nehmen wir schon mal. Ach cool, die Autos haben jetzt auch Lebensbalken. Das war vorher nicht so. Höhere Schritte. Ich erinnere mich an diesen Ort. Glaube, ich war hier. Glaube, ich war hier. Hier ging es rein. Schlüssel. Ah, Schlüssel erforderlich. Warte. Wir haben uns doch ganz woanders ausgelockt, oder? Oh, hallo, Loot. Gib mir dein Loot. Dankeschön. Oh, okay. Der war recht arm dran, aber egal. Na gut, wo sind wir genau? Oder waren wir doch da? Ich weiß nicht. Würde irgendeiner gesucht oder so? Oder war ich der einzige Depp, der gesucht wird? Apropos gesucht. Freunde. Es ist soweit. Der Masterplan. Ich habe mir einen Plan überlegt, wie ich die Spielelemente so nutzen kann, dass es eventuell was Gutes wird. Wir haben hier diesen ganz merkwürdigen PvP-Modus und wir haben hier ganz raffgierige. Seht ihr das? Die Linie verschwindet vor mir. Wir haben hier ganz raffgierige Spieler. Die Linie baut sich hier auf. Lol. So, das heißt, wir werden uns einen richtig guten Ort suchen. Entweder an der Felswand oder auf einem Hügel, wo wir eine gute Einsicht haben. Wir werden uns dann einfach mal. Ja, irgendeinen Typen schnappen, ihn kurz anschießen und dann oder umbringen und dann sind wir gesucht. Dann fliehe ich halt nach Hause, wo wir uns aufgebaut haben, mit den ganzen Geschützen und so weiter und so fort. Und da werde ich dann campen und warten, bis die ganzen Raffgierigen zu mir kommen. Okay. Hallo, Bürger. Hallo. Teleport-Bot. Kuckucksuhr. Haarklammern brauche ich. Brauche ich Haarklammern? Ja, habe ich 12 Stück. Hast du, nee, Stims brauche ich auch nicht. Hallo, Bürger. Keine Schrauben, ne? Große Menge Kleber. 10 Stück. Auch Geld. Magst du irgendwas haben? Ich habe bestimmt ein paar Sachen für dich, ne? Hallo, Ich habe Bürger. nicht mal eine verdammte Waffe für dich. Achso, das sind die Favoriten. Doch ein paar Sachen. Die Schaufel behalten wir selbstverständlich. So. Hallo, Bürger. Ich brauche unbedingt Geld. Clowns-Outfit. Sollen wir das mal anziehen? Ich glaube, wir machen das mal. Wir ziehen mal das Clowns-Outfit an. Kleidung, Clowns-Outfit. Hallo, Bürger. Alter, Scheiße, Schüssel ist das jetzt nicht, ne? Warte, kann ich die hier. Nein, das ist das Licht. Waffe weglegen. Genau. Ah, nee, also da fand ich Responder-Sanitätsanzug wesentlich besser. Ne? Ja, hat Stil. Na gut. Und dann wollen wir uns weiterhin mal der Quest widmen. Und wenn wir eine geeignete Stelle finden, wo wir uns aufbauen, wo wir recht gut geschützt sind, dann brauchen wir halt noch Verteidigung. Also Geschütze, Pipapo, dass wenn wir angegriffen werden, die halt die Kopfgeldjäger mit angreifen können.
So, dass ich nicht ganz schutzlos ausgeliefert bin. Wir brauchen natürlich auch eine Stelle, wo am besten die Gegner nicht von oben kommen können. Es wäre ein bisschen blöd, wenn die einfach auf mein Grundstück runterfallen, dann irgendwie, oder mit Granaten runterwerfen oder so. Wäre auch ein bisschen blöd. Da müssen wir gucken. Wenn euch eine Stelle einfällt, schreibt sie mir in die Kommentare. Und dann werden wir es zusammen testen. So, was wollte ich trinken? Ich wollte trinken Hilfsmittel. Oder hier zum Beispiel unter der Brücke könnte man vielleicht sogar bauen, oder? Hier unter der Brücke, geschützt von oben. Aber dann ist auf beiden Seiten halt offen, ne? Man muss immer so abwiegen, ist das jetzt sicher? Ist das jetzt der beste Ort? Und da ist eine Vault. Cool. Ist das sicher? Kann man das nutzen? Ist immer so eine Frage, ne? Aber ihr könnt mir ruhig ein paar Locations aufschreiben. Ich gucke sie mir dann an. Mach ein bisschen Sightseeing zusammen. Und ich brauche ja sowieso noch 1 Milliarde Schrauben und es dauert sowieso alles noch ein bisschen. Ich möchte mindestens 4 Geschütze haben, wenn nicht sogar noch bessere Verteidigung. Komme ich hier hoch? Surprise! Oh, die kommen nicht an mich ran. Oh, die armen Dorfbewohner hier. Das sieht wichtig aus. So beleuchtet, ne? So wie das. Ist der Level 9? Wo läufst du überhaupt hin? Gut. Wie auch so mit dem ausgestreckten Arm durch die Gegend läuft, hä? Erfahrungspunkte, die nehme ich mit. Das ist eine ganz klare Sache. Und Redex nehme ich auch mit. So, goldene Gabel. Das müssen echt reiche Leute gewesen sein, ne? Wenn sie alle mit goldenen Gabeln rumlaufen. Morgantown, Vault-Tec Universität. Doch keine Vault. Ich glaube, unsere Vault ist hier die einzige, oder? In Massachusetts. Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Das hat Bethesda doch mit Absicht gemacht, weil sie wissen, dass ich den Namen nicht aussprechen kann. Na ja, komm, wir machen ein Spiel in Massachusetts. Und lachen den Typen dann aus, der das spielt. Ich meine, in Gedanken, ne? Ich spreche das richtig aus, aber ihr müsst das mal einfach laut aussprechen. Und gucken, ob ihr das könnt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es drauf habt. Könnt ihr Massachusetts sagen? Ich kriege das nicht auf die Reihe. Ich kriege das einfach nicht auf die Reihe, Leute. Dieser komische Name. Ja gut, komm, gehen wir erstmal kurz hier in die Universität. Oh, hallo? Ganz alleine hier? Leider nicht. Kriegen wir bestimmt ganz viel Vault Supplies. Oh, ich will Vault Supplies. Das passiert, Freunde, wenn man die Seife fallen lässt. Euch wird die Hand abgeschnitten. Okay. Aber es sind immer noch nicht die einzigen. Dann würde ich sagen, wir kriechen erstmal hier nach oben. Hier ist schon der nächste Exit. Ein Fleischhaufen, okay. Zauberer Schirmständer brauche ich nicht. Appalachia. Wir nennen dieses Gebiet einfach Appalachia. Da passt das schon. Appalachia. Hört sich irgendwie indianisch an, oder? Kennt ihr über den Ursprung davon? Appalachia. Wie denkt sich denn solche Namen aus? Oh, hey. Oh, das war einer.
Goldene Taschenuhr. Da finde ich bestimmt keine Schraube, ne? So, Gegenstände verwerten. Habe ich Schrauben? Silber, Plastik, Öl, Zahnrad, Keramik, Schraube. Immerhin eine Schraube. Was soll's? Besser als gar nichts. So viel wiege ich? 131. Kann ich noch ein paar Sachen auseinanderbauen? Ja, das Clowns-Outfit behalten wir mal. Das sind so unique Sachen, die ich gerne behalten möchte. Also, ich weiß nicht, ob sie unique sind, aber ich fürchte es einfach mal. Dann können wir die nämlich behalten. Für den Fall der Fälle, dass wir irgendwann mal einen Kleiderschrank haben, der groß genug ist, dann können wir die Sachen dahin packen. Ich höre Schritte. Okay, ich darf nicht mehr jeden Scheiß mitnehmen. Ich vergaß. A-Bürste, gesprungene Schale, Splittergranate, Aluminium, Chirurgenskalpell. Das bringt mir, glaube ich, wenig. Okay. Hat er gerade die Tür aufgemacht? Er hat die Tür aufgemacht. Zuerst rennt er eine halbe Stunde lang dagegen, dann macht er sie einfach auf. Ich sollte Call of Duty spielen, ich bin gut. Leider laufen da nicht alle wie Ghule durch die Gegend. Ich kann nicht genau deuten, wo. Aber ich wusste, dass sie da sind. Okay, wir sind versteckt. Hier ist also gerade keiner in der Nähe. Sonst hätten die unsere Schüsse gehört und hier haben wir gar nichts, ne? Ah, hier. Anderer Spieler ist es nicht. Fusionszelle, Laserpistole, brutal, Stacheldraht, Gehstock-Mod. Nice. Irgendwas läuft hier noch durch die Gegend, ach, die Miner, guck. Wie viele Ghule sind eigentlich in einem so einem verdammten Raum? Oder Gebäude? Da sind hier noch mehr! Holy shit! Okay. Popgun. Nein, das war der falsche. Okay, Verzieh dich. Will den legendären haben. Oh Gott, da ist er schon. Des Kammerjägers Schwarzpulvergewehr. Schade, also ich. Schade. Ne Sniper wär's gewesen. Ne Sniper. Leute. Ernsthaft? Was bringt mir das jetzt? Stell dir vor, ein Spieler kommt jetzt hier rein und sieht das. Der denkt sich, was ist mit dem verkehrt? Na gut. Gucken wir uns mal die Schwarzpulverpistole an. Mit der müssen wir jetzt erstmal arbeiten. Und die ist ab Level 15. Wir haben noch eine andere Schwarzpulverpistole, die war ab Level 10, ne? Schaden 180, Feuerrate 1. Wenn wir die zur Sniper umbauen könnten, holy shit. Hat die noch spezielle Level? Seht ihr das da? Stufe 15 und dann ist da ein Punkt.
das zu bedeuten? Weißt du, es geht doch besser? Höchstwahrscheinlich, ne? Höchste wahrscheinlich. Auch ab Stufe 15. Oh, sorry. Ah, bin noch ein bisschen müde. Ja, cool, das war unser erster Legendärer, der uns zwar jetzt nicht das gegeben hat, was ich mir erhofft hatte, aber immer noch besser als irgendwie ein Polizeiknüppel. Ja, man muss immer bedenken, es geht immer schlechter. Besser wäre natürlich besser. So, was haben wir denn hier? Einführung. Zu den Hauptanliegen eines jeden Vault-Aufsehers gehören die Gesundheit und das Wohlergehen der Bewohner. Mithilfe dieses Kurses zeigt Ihnen Vault-Tec, wie Sie verschiedene gesundheitliche Probleme, die in unseren Vaults auftreten können, überwachen, diagnostizieren und behandeln. Falls Sie Fragen zu diesem Lernmaterial haben, wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter der Vault-Tec Universität. Okay, TÜV. Dieser Kurs wurde entwickelt, um Ihnen die körperlichen Aspekte der Gesundheit und des Überlebens von Vault-Bewohnern zu vermitteln. Als Aufseher lernen Sie, was Ihre Bewohner antreibt, was möglicherweise schiefgehen kann und wie Sie Lösungen für mehr Gesundheit und Wohlergehen umsetzen. Als Bonus werden Sie ein Wochenende in einem unserer Test-Vaults verbringen und erleben, welche Auswirkungen wiederaufbereitete Luft, wiederaufbereitetes Wasser und geringe Dosen von Strahlung auf den menschlichen Körper haben können. Okay, das heißt, als Aufseher musst du erstmal so einen Test bestehen, gehst da erstmal in so eine kleine Puffbude, ein aufbereitetes Wasser, aufbereitete Luft, eine Puffbude, kannst du nicht anders sagen. Und dann musst du da erstmal überleben. In einem normalen Vault befinden sich ungefähr 673 mögliche Schadstoffe. In diesem Kurs lernen Sie als Vault-Aufseher das kennen, was wir als TTS oder die Top 10 der Schadstoffe bezeichnen. Wir sprechen über die Quellen dieser Stoffe, ihre Auswirkungen auf den menschlichen Körper und die Behandlung gesundheitlicher Probleme, die sich aus dem Kontakt mit ihnen ergehen können. Alter. Ich habe gerade keinen Duft mehr bekommen. Ich hätte vielleicht die Kommas für eine Pause nutzen sollen. Aber wie gesagt, ich bin gerade erst aufgewacht. Also ich bin noch ein bisschen neben der Spur. Falls Sie Aufseher eines zertifizierten Beobachtungsvaults sind, zeigen wir Ihnen auch, wie Sie diese Schadstoffe in so geringer Menge zuführen können, dass Sie ordnungsgemäße Datenpunkte ohne langfristige schädliche Auswirkungen auf die Bewohner erhalten. Mit Absicht auch noch die Schadstoffe, okay. Alle Vaults sind vollkommen autark konzipiert und werden vor dem Versiegeln mit angemessenen Mengen an Nahrungsmitteln und Wasser ausgestattet. Sollte es zu einem unwahrscheinlichen Ausfall eines dieser Systeme kommen oder werden besagte Ressourcen nicht ordnungsgemäß verteilt bzw. gehen verloren, muss der Vault-Aufseher auf die Wiederaufbereitung organischer Abfälle zurückgreifen. In diesem Kurs besprechen wir die Nutzung und Wartung der Wiederaufbereitungssysteme des Vaults sowie die geeignete Ausgabe von Nahrungsmitteln und Getränken. Der Höhepunkt des Kurses ist unsere Verwertungswoche, in deren Rahmen die Teilnehmer gezwungen sind, mit Hilfe unserer Recycling-Systeme und ihren eigenen Ausscheidungen zu überleben. Hört sich nach einem tollen Wochenende an. Überleben durch Kannibalismus. Hierbei handelt es sich um einen fortgeschrittenen Kurs, in dem der mögliche FANNQ-Status, Fehlen aller Nahrungsmittel und nahrungsmittelähnlicher Quellen eines Vaults beleuchtet wird. Falls alle Nahrungsvorräte verbraucht und die Wiederaufbereitungssysteme des Vaults außer Betrieb sind, erhalten Aufseher von Vault-Tec die Genehmigung, alle für das Überleben der Bewohner gebotenen Maßnahmen zu ergreifen. Um dieses Ziel zu erreichen, kann mitunter auch Kannibalismus vonnöten sein. In diesem Kurs werden alle Aspekte des Kannibalismus besprochen, moralische Auswirkungen, Sicherheitsaspekte beim Verspeisen von Leichen und Rezepte für köstliche Beilagen aus Haaren und Fußnägeln. Ich dachte immer früher, das ist ganz cool in so einer Vault, aber irgendwie nicht. Oh, Kreide! So, hier geht's wieder raus. Wir wollen aber noch nicht raus. Aber ich find's cool, dass wir einen Legendären hier gefunden haben. Ich darf nicht die ganze Scheiße mitnehmen, Leute. Ihr müsst mich warnen, wenn ich wieder Scheiße mitnehmen möchte.
Technische Daten. Was auch immer technische Daten sind, die wirken sehr vielversprechend. So. Nochmal kurz Inventar geleert. Bitte Code eingeben, um fortzufahren, aha. Okay, da ist auf jeden Fall schon mal nichts dran. Aber Freunde, ich muss mich jetzt leider schon verabschieden. Ich weiß, wir haben jetzt gerade erst die 20-Minuten-Marke geknackt, aber ich will die Folge irgendwie heute irgendwann noch rausbringen und dafür muss ich jetzt leider die Folge beenden. Dann sehen wir uns hier an dieser Stelle morgen wieder zu einer neuen frischen Woche, wo ich auch ein bisschen fitter bin. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Oh Gott. Kann ich mich noch nicht abbilden? Ich muss mal ganz kurz mich in die Ecke stellen. Weil ich muss das Ding ja noch hochladen und vorbereiten und alles. Ja. Ist ein bisschen blöd, wenn ich dann umgebracht werde. Wir sollten in einen Raum gehen, wo nicht so viel Gegner rumlaufen. Die spawnen aber auch nach irgendwann, ne? Aber wir sind wieder am Anfang. Juhu.